Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ich bin ja aufgeregt. Ich bin ja aufgeregt. Ich bin ja aufgeregt. Ich bin ja aufgeregt. Tralalala. Wahrscheinlich wird es entspannt wie sonst auch immer. Essen und Trinken haben wir noch? Es geht los, es geht los. Okay, das Ding ist leider für den Arsch. Ja, ich glaube, die eine muss ich leider ausschalten. Das wird so nix. Okay, nee, das geht mir gerade tierisch auf den Sack da oben. Wir müssen die ausschalten, das geht da oben nicht. Das geht mit der nicht. Was piept da eigentlich die ganze Zeit? Die Elektrozäune, die habe ich da etwas falsch gemacht, ne? Die funktionieren nicht. Ich weiß, du hast keine Muni mehr da oben. Ist mir egal. Schade. Schade, dass es nicht so geklappt hat. Ja. Die zerstückeln da unten schon sehr gut, ne? Ah! Die für die Plattform wären natürlich auch ganz witzig. Na 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 na. Pow pow. Na 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 na. Pow pow. Mal jetzt. Kopfschüsse funktionieren richtig gut, ne? Willkommen bei uns in der Schießbude. Leider haben wir nicht unbedingt die besten Gewinne hier, aber es macht nichts. Sie können einen blauen Lootbeutel gewinnen oder einen gelben. Vielleicht haben wir auch Glück und haben auch noch einen roten für Sie. Die Frage ist wann. Vielleicht kriegen wir noch rote Beutel rein. Wir wissen es nicht genau.
Unsere Zulieferer sind immer etwas unzuverlässig. Ulala. Schon vorbei? Ah ne, da kommen noch welche. Gut. Das ist ein Gemetzel da unten. Dass er echt nur hochgekrochen kam. Oh. Halt. Du brauchst dich nicht weiter bewegen. Rülpser und alles, was mich ankotzt, muss nicht sein. Yeah. La 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 la. Tja, hätte das mit dem Geschützturm da oben besser funktioniert, wäre das hier auch geil. Dann müsste ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Jetzt wäre ich schön den Fuß abgeschossen. Ah. Lalala. Also die Fallen unten, die Klingenfallen sind super. Die machen schon eine gute Arbeit da unten und ich krieg XP davon. Das ist auch cool. Oh, du lebst ja noch. Was zum... Was war das da unten gerade? Oh, hi. Sehr schön. Ey, die Schnetzelmaschine da unten ist super. Finde ich sehr gut. Also, die sind gut platziert. Und kaputt sind sie auch noch nicht. Ah! Habt ihr das gerade fliegen sehen? Oh Gott. Was auch immer das gerade war. Mann! Fleitegeier sind diesmal ja noch gar keine gewesen, ne? Ach,
oder kann es sein, dass hier Polizisten explodieren? Und deswegen fliegen die ja hier ständig Köpfe hoch. Das ist natürlich schlecht. Glaubt der Blue, weil er kriecht, dass ich ihn nicht sehe? Oh, hi! Das ist der Moment, wo man anfängt, mit den Zombies Mitleid zu kriegen. Lala. Ja, lala. Bist du runtergepumpst? Wo sind wir gerade? 106? Ach, süß. Level 69, nice. Ich schaff's gerade nicht zu leveln, es tut mir leid. Wow! Ich würde ja gerne meine Intelligenz noch ein bisschen hochsetzen, ne? Sorry, wir sind jetzt Durchschnitt. Wir nuckeln nicht mehr immer nur dauernd am Daumen. Wir wissen jetzt, was 1x1 ist. Na, das mit den Pleitegeiern funktioniert ja wunderbar da oben, ne? Obwohl, warte, ich höre ihn nicht mehr. Dann meine ich es jetzt nicht mehr sarkastisch, sondern ernst. Ey, wirklich, dieser Bunker ist eins erste Sahne und 1A. Hallo! Ah! Die kommen jetzt von Tal, ne?
ist ja ausgewichen. Alter. So was können die? Oh, die eine bewegt sich nicht mehr. Das ist schlecht. Kennt irgendjemand noch das alte Duck Hunt aus für den Super Nintendo? Oder den Super Nintendo alt wahrscheinlich eher. Ja, der Bunker ist schon nice. Also. Und gute Knarren machen hier übriges, ne? Ah. Stehen von hier? Nee. Muss auch später holen. Ist okay. Ja. Und hallo Freddy. Na, wie geht's? Der wird hoffentlich gleich oben abgeschossen. Ha! Erwischt! Oh, irgendwas ist explodiert. Au! Habt ihr gesehen? Der Vogel wurde abgeschossen. Nice! Das mit den Vögeln erinnert mich so ein bisschen an Duck Hunt. Oder Duck Hunter, oder wie das hieß. Das war damals auch so ähnlich. Oh. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Hi. Noch ein paar Lootboxen, finde ich gut. Oh, hi. War's das? Ne, irgendwo zischelt noch was rum. Ah, hier. Ja! Ah, du kotzt mich so an, ey. In dem Fall wörtlich. Irgendwas piept hier die ganze Zeit und ich weiß nicht was. Und da sind immer noch welche. Ja. Ist jetzt Ruhe? Es ist Ruhe. Es ist Ruhe. Au, au, au. Was? Wovon? Und das Ding müssen wir halt noch woanders hinstellen. Es hat die ständig hier gegen geknallt. Ich dachte eigentlich, dass das auch so wie wir durchschießen kann. Dem war wohl nicht so, ne? Hä? Wieso ist hier Schaden passiert? Das rate ich nicht. Sind die Vögel hier reingeflogen? What the hell? Ich meine, es ist nicht viel, ne, an Schaden, aber trotzdem. How? Wie kann das sein? Hier ist nix. Hä? Das ist bescheuert. Wie viel hat der verballert? Zwei. Zwei Muni hat er verballert. Cool. Ah, schön. Hä? Warum ist hier Schaden? Achso, wurde man von hinten angegriffen? Kann das sein? Durch die Gitterstäbe hindurch?
Wow. Ich meine, das hier ist irgendwo klar. Ich wurde ja vorhin... Süß. Also auch so an Schaden machen die auch nicht viel, ne? Aber... Und deshalb wurde das schon der... Was? Siebte Blutmund war? Okay. Gehen wir erstmal alles reparieren und looten. Oh. Rest ist okay. So. Warum auch immer wir schon wieder einen verstauchten Fuß haben. Und warum ist der da aus? Die habe ich überhaupt nicht miteinander verbunden. Deswegen hat er sich das so ziemlich erledigt. Hier irgendwas war hier. Oh, der hat ordentlich eingesteckt. Und wir brauchen sehr viel Stahl dafür. Da ist der Stahl. Der hat auch ordentlich eingesteckt. Holy shit. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen Zeug wegräumen. Stammte das von mir oder stammte das von den Zombies? Das ist immer so die Frage, ne, die sich dann immer so stellt. Aha, okay. Haben wir denn hier Schaden gemacht? Oder war ich das? Wie können die da so Schaden machen? Ich verstehe das nicht. Warum? Weil ansonsten ist es zum Glück nicht doll, ne? Da, wo sie Schaden gemacht haben, fragt man sich manchmal schon so ein bisschen, warum ausgerechnet da? Wie sind die da rangekommen? Warum haben die ausgerechnet dagegen gehauen? Obwohl, nee, warte, hier sind, glaube ich, ein paar Kopf explodiert. Dann hat sich die Frage auch erübrigt. Okay. Oh, unser verstauchtes Bein ist geheilt. Das ist gut. Ich räume mal kurz ein bisschen Zeug weg. Vor allem Munition und so. Wir kriegen gleich eh noch genug. Und können dann noch bei Dingens vorbeischauen und ihm den Rest verkaufen. Bei manchen Sachen frage ich mich sowieso, wofür haben wir so viel? So, du kommst da. Und dann da, da, da. Na! Entschuldigung. Das sollte so. Dann... Beziehungsweise den Stahl nehme ich mal mit zum Reparieren. Alles an Medis kommt hier rein. Reparaturkits haben wir ordentlich welche dazu bekommen. Das ist nice.
Halt, das Wasser auch. Und ein Getränkchen noch. Das verkaufen wir an ein Dingensbummens. Hier können wir es mal ausschalten. Hier auch. Oh, halt, die Schiene. So. Jetzt können wir wieder reparieren gehen. Und weiter looten. Huh? Ah! Oh, jetzt habe ich da... Ich verstehe immer noch nicht, wie da eigentlich Schaden passieren konnte. Ah. So, die ist repariert. Die können wir noch. Also Materialermüdung ist sehr heavy mit denen, aber sonst ging es eigentlich. Also so weit mit den Dingern, echt geil. Huch. Why? Natürlich. Wenn die eine Seite schon so marode ist, warum nicht auch... Warum nicht auch die? Nein! Ich wollte nur reparieren und das nicht aufwerten. Ach nö. Ja gut. Dann ist er an den Stellen halt besonders gut. Nee. Besonders stabil. Gut, jetzt ist das Stahl auch alle. Gut. Dann kann ich jetzt nicht mehr versehentlich alles aufwerten. Also die Reparatur hinterher ist eigentlich mit noch anstrengender als der Blutmond selber. Also der Blutmond ist mittlerweile sowas von entspannt. Da mache ich mir ja gar keine Sorgen mehr. Und in der Hinsicht immer Dankeschön an alle, die immer da dazugucken und dann eigentlich mit Händchen halten. Ich bedenke, ich hatte früher mehr Schiss vor den Blutmonden als vor allem anderen. Und mittlerweile machen mir die Zombies gar keine Angst mehr. Oh, hi! Genau aus dem Grund. So. Ach, das ist der morgendliche Rentnertrupp, ich verstehe. Wo ist der Rest? Ach da. Hi. Hi. Hallo. Dankeschön. Gott, der ganze Boden. Ist es nicht viel? Aber ich habe meinen Bunker doch lieber heile. Wir verputzen hier noch ein bisschen die Wände. Der morgendliche Rentnertrupp. Ach, man muss ihn einfach lieb haben. Komm vorbei zum Kaffeekränzchen, bring Geschenke mit. Muss man lieb haben. Muss man einfach lieb haben. Ja. War denn diesmal nur ein sehr kleiner Rentnertrupp? Oh. Oh, der Zaun hat ausnahmsweise mal ein bisschen was abgekriegt. Soll es nicht? Aber mal hin. Also, ist schon sehr massiv.
Irgendwann müssen wir doch echt alles freigeschaltet haben, was noch geht. Eine Nagelspistole auf Quali 6. Genau, so dachte ich mir das nämlich auch. Juhu. Ich hätte echt schwören können, die machen mehr Schaden. Aber hier ist ja so gut wie nichts, ne? So gut wie nix. Alles andere ist in Ordnung. Geil. Okay. Nice. Vollstrecker-Outfit. Aha. Dann können wir Rick gleich wieder ein bisschen Zeug verkaufen. Alles, was wir nicht brauchen. Vor allem jede Menge Schrotmunition. Oder wir nehmen die auseinander für Blei. Ich glaube, das ist sogar noch die bessere Variante. Aber was wir verkaufen können, sind hier die ganzen Rüstungsteile. Die brauchen wir nun wirklich nicht. Genau. Vollstrecker hatten wir, glaube ich, noch nie vollständig, oder? Hier haben wir den Vollstrecker. Nomade haben wir schon, auch auf Quali 1. Nomadenstiefel, die haben wir schon besser. Also die können wir verkaufen. Sortieren hier noch ein bisschen was ein. Oh Gott, ich freue mich. Ich freue mich tierisch. Ich glaube, was Bastelteile angeht. Sehr gut. Sehr gut. Ich verkaufe die mal. Und das da. Alles, wovon wir zu viel haben, ne? Ich meine, wir haben eigentlich von allem zu viel. So, die würde ich verkaufen, das würde ich verkaufen. Dann wollten wir die noch verkaufen. Die müsste er jetzt ja eigentlich nicht mehr haben. Und ich muss mal kurz gucken, was es mit der Kabellage auf sich hat. Weil ich glaube, irgendwo hat es ein Kabel zerrissen. Nö. Warum hat das dann aufgehört? Das verstehe ich nicht. So, das müsste ja dann demnächst... Yep, für noch mehr Wumms sorgen. Alles klar. Das hat leider davor gefehlt. Ich glaube, das Ding hat ein bisschen zu viel Wumms für das arme Tier. I'm so sorry. Und deine Knochen brauche ich nicht. So. Ah! Ich glaube, ich kann Leder verkaufen, ne? Wir heben mal so ein Stack auf. Alter. Okay. Rekt wird sich freuen. Der kriegt unseren ganzen Müll. Wir tragen die olympische Fackel zu Rekt. Denn wir haben den Goldpokal in Zombies über den Haufen schießen. Apropos, gestern ist mir eine Sache aufgefallen. Ist euch mal aufgefallen, dass jeder Zombie hier in 7 Days to Die an einem Hexenschuss gestorben ist? Look quick, buy quicker, piss off fastest. Ah, das nimmt er nicht mehr.
Den gibt's auch nicht? Nee. Yeah. Na gut. Oh, 13.000. So viel hatten wir noch nie. Hast du irgendwas Schönes für uns? Ich glaube nicht. Die will er immer noch nicht und dafür hat er auch schon zu viel. Schade. Die Klingfallen sind super. Mit denen weiß ich nichts anzufangen. Lautsprecher brauchen wir auch nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist noch mehr Muni kaufen. Oder gucken, ob man hier noch irgendwas findet, was er noch verkaufen kann. Aber es ist eher weniger. Die nehme ich doch. Pilze nehme ich gerne, weil die brauchen wir noch in Mengen. Und ansonsten können wir eben hauptsächlich eigentlich hier so Zeug abkaufen. Alles andere brauchen wir eigentlich nicht. Bisschen Kohle. War. Ja, alles andere ist halt. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Thanks. Okay. Bringen wir unser Zeug zurück. Die Nagelpistole können wir eintauschen gegen den Schlagbohrer. Und ich würde sagen, war wieder mal ein sehr erfolgreicher Blutmond. Wieder so ein sau entspannter. Also theoretisch, also hätte das jetzt mit der Schussanlage noch gut funktioniert. Das Einzige, was noch nicht so gut ist, ist die Tatsache, dass Polizisten explodieren. Das ist das Einzige, was mich noch dran stört. Gut. Davon kann man ja das hier noch reintun. Nee, Kohle war hier. Ja. Noch ein paar Pilzchen.